Hallöchen, Freunde, und schön, dass ihr am Start seid zur, ja, eigentlich letzten normalen Folge von Valheim. Ich bin ein bisschen traurig gestimmt und hab so, weiß nicht, das Gefühl von etwas geht zu Ende in mir, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist. Aber ich hatte es euch ja gesagt, wir gehen in der Folge jetzt zu Yakluth, werden ihn besiegen. Hoffentlich, mal gucken, wie lange es dauert, vielleicht werden auch zwei Folgen draus, aber die kann auch heute mal ein bisschen länger gehen. Und danach werden dann tatsächlich erstmal nur noch die Zusammenschnitte kommen von Twitch, weil ich euch halt einfach nicht mit ständigen Baufolgen langweilen möchte. Vielleicht haben wir auch Glück und es kommt bald ein Update rein, dann machen wir wieder normale Folgen natürlich. Aber ja, heute ist es erstmal soweit. Und deswegen wollte ich mit euch hier nochmal so ein bisschen diesen Ausblick genießen, den wir so oft hatten. Ich habe alles vorbereitet, also wirklich alles. Ich habe eine Sache noch gemacht, ich habe hier den Gerstenwein schon mal hergestellt. Denn ich habe einen Tipp bekommen, ich glaube von dir war es, Queen, dass wir Gerstenwein auf jeden Fall mitnehmen sollten, weil der gute Yakluth Feuer macht und uns verbrennen möchte. So, wir machen jetzt bloß nochmal fix ausgeruht rein. Da hauen wir das Feuer nochmal an. Dann müssten wir doch hier vorne jetzt die 11 haben, oder? 10? Was war's denn? War's der Ofen noch? Der Ofen gibt doch keine Gemütlichkeit, oder? So viel zum Thema, ich habe alles vorbereitet. Schön, oder? Würde mich zumindest stark wundern. Wir haben doch auch nichts weggerissen. Das Feuer hier unten brennt auch. 10. Will ich schon mal die 11? Ja, wer weiß, was fehlt. Ist aber auch egal. Ja, die letzten Vorbereitungen haben wir im Stream getroffen. Müssten ja einige von euch schon mitbekommen haben. Beziehungsweise habe ich ja auch den Stream als zusammengeschnittenen Schnipsel hier auf YouTube hochgeladen. Also müssten es die meisten ja mitbekommen haben. Wir haben alles gefarmt, wir haben die besten Lebensmittel am Start. Ich habe alle schon mal reingehauen. Leider ein bisschen zu früh. Weil ich irgendwie dachte, der hier oben, der Gerstenwein wäre schon fertig, war er aber leider nicht. Naja, wir haben ja aber noch genügend. Wir haben auch noch welche in den Truhen, also wir haben von allen 6 Stück und von einem sogar 7. Das passt. Wir machen uns auf in den Kampf. Wir nehmen Schlangenportal, laufen rüber. Totems haben wir einstecken. Frostner habe ich noch mitgenommen. Ich hatte ja auch einen Kommentar, dass der Gute auch gegen Eis anfällig ist. Also wir probieren es einfach mal aus, was mehr Sinn macht. Wir haben genügend Pfeile, wir haben die besten Lebensmittel, wir haben alle Tränke, wir haben alle Waffen auf Max, die wir jetzt für den Kampf brauchen. Also ich denke, sehr viel besser vorbereitet können wir nicht sein. Das Wetter passt. Ich muss mal gucken, wie lange noch Tag ist. Ich hoffe, lang genug. Und jetzt geht's auf. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt erwartet. Portal steht ja an sich weit genug weg. Dürfte ja nichts weiter passieren. Die Dörfer drumherum haben wir auch alle geleert. Ich glaube, ein paar Teerstellen gibt's noch. Aber die waren jetzt nicht in unmittelbarer Nähe. Leute, seid ihr bereit? Knochenmanns ist dabei, 194 Leben. Boah, ich hab echt ein bisschen Respekt. Ich muss wirklich sagen, ich mache mir gerade ein bisschen in die Hose. Es ist soweit. Ich gehe gleich mal direkt auf Abstand. Ich weiß halt nicht, ob wir uns hier gleich irgendwie... Wir hauen uns jetzt direkt erstmal einen Gerstenwein rein. Wie lange hält denn das Ding? 10 Minuten. Boah, bin ich gespannt. Ich weiß halt nicht, ob es schlauer ist, irgendwie hier an den Steinen zu bleiben, dass wir uns verstecken können. Wir haben jetzt aktuell die normalen Nadelpfeile am... Nein, was? Der Kampf geht schon mal super los. Hier, Yakluth, mein Freund. Okay, also Pfeile bringt schon mal so gut wie gar nichts. Also eigentlich gar nichts. Oh Gott, oh Gott. Also ja, Steine so ein bisschen als Deckung ist vielleicht nicht verkehrt. Okay, also es regnet Feuerbälle. Also die Steine sind auf jeden Fall gut. Die Frage ist halt, was macht er jetzt? Wir müssen ja... Gut, also dafür ist der Stein perfekt. Wir müssen erstmal so ein bisschen sein ganzes Movement kennenlernen. Also er macht Kometenschauer, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Er macht einen Feuerstrahl. Und er läuft auch. Okay, also er bleibt hier nicht still in der Mitte rumliegen. Aber wir haben gesehen, Pfeile bringen nichts und ich bin mir nicht sicher, heilt er sich? Okay, er hat jetzt erstmal nicht so viel reingehauen.
Okay, das Schwert hat ordentlich reingepfeffert. Aber wir sind mit den Steinen relativ safe, was den Kometenhagel angeht. Wir brennen. Oh Gott, das hat aber schon ein bisschen reingepfeffert gerade. Wir haben Gerstenwein am Start. Au, 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 was kommt denn jetzt? Hä? Der kommt nicht mit her, Leuten. Ach du Scheiße. Oh nein, das ist unser Ende. Das ist unser absolutes Ende. Ich komme ja schon so nicht mal alleine mit denen klar. Aber irgendwie hätte man es vorhersehen können. Oh, trotzdem. Oh Gott, wir hauen direkt Knochenwanst rein. Scheiße, der kommt mit... Oh Gott, wir... Oh nein, die Steine gehen sogar kaputt. Wir werden das niemals überleben, Leute. Niemals. Nicht, wenn der mit Herrleuten kommt. Wo sind denn die anderen? Also, Goblins und alles wäre in Ordnung gewesen. Aber die Teertypen... Aber war das nur ein? Nee, war nicht nur einer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach direkt im Nahkampf rein. Boah. Gott sei Dank haben wir Gerstenwein mitgenommen. Vielen lieben Dank für den Tipp. Heilt der? Der heilt sich. Na geil. Wie soll man das schaffen? Vielleicht doch mit Frostner. Dass der irgendwie langsamer wird, der Dude. Alter Schwede, wir haben aber auch... Ich hau mal einen Heiltrank rein. Wir haben ja genügend. Also ja, genug ist relativ. Ich habe natürlich wieder nicht alle mitgenommen. So, guck mal. Frostner, das ist der langsame. Oh, wir können ordentlich reinhauen. Vielleicht jetzt lieber das Schwert, obwohl Frostner haut schon richtig ordentlich rein. Also wir müssen direkt hier auf Attacke gehen, würde ich behaupten. Aber ich weiß halt noch nicht so genau mit seiner Heilung. Nochmal Ausdauer rein. Aber so können wir ihm ordentlich Schaden zufügen. Guck mal, der macht gar nichts. Ich habe geblockt. Schaden geht auch. Rennen und Blitz und alter Schwede. Was haben wir da oben alles für Dinger stehen? Aber Knochenmanns ist halt zum Glück noch am Start. Aber wenn wir ihn natürlich so kriegen, bisschen Ausdauer... Nein, richtig Ausdauer verschenkt. Vielleicht hinter ihn. Oh nee, da kriegen wir... oh Gott, Alter, die Kometen hauen rein. Bruder. Scheiße. Oh Gott, die Verbrennung. Wird sie unser Verderben? Ah, jetzt bitte keine Terblobs. Scheiße, wir brauchen Leben. Wir können aber noch keinen Trank nehmen. Aber wir haben ihn ordentlich geschadet. Das müssen wir 3-4 Mal noch hinkriegen. Aber ich sehe nicht, dass wir das hinkriegen. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Wir können nicht nochmal auf Nahkampf gehen. Wir müssen warten, bis Leben am Start ist. Das Problem ist, dann ist Knochenwanz weg. Halt die Frage, können wir dem Ding irgendwie ausweichen? Jetzt kommen wieder Kometen. Kometen dürfen wir nicht abkriegen, auf gar keinen Fall. Wir brennen schon wieder. Alter Schwede, der hat's aber in sich. Ich dachte, Knochenmanns ist der Schwierigste. Das Problem ist halt, dass er sich irgendwie heilt. Ich habe noch nicht kapiert, wann. Macht er das dauerhaft immer ein kleines bisschen, oder? Wir haben wieder Leben. Das ist nur Blitz hier, das ist nicht Komet, ne? Nee, das ist Blitz. Boah, ich sehe gar nichts mehr, Junge. Ich hab voll viel Stein bekommen. Ah, Fullinger. Okay, also es kommt nicht immer nur die Typen. Hoffe ich. Sieht erstmal gut aus. Aber wir müssen halt dranbleiben, also wir können uns nicht feiern lassen. Also mit Portal nach Hause gehen ist nicht. Da haben sich schon was überlegt, die guten Jungs. Aber ich würde sagen, Frostner ist die bessere Variante. Haben halt aber auch nicht viel Leben. Das ist Kometenhagel, ne? Wenn der so lange nach oben guckt. Ja, das ist Komet. Wir müssen uns dann ab und zu mal neuen Stein raussuchen, weil der Typ zerkloppt die hier, als wäre es nichts. Nein, ich hab... Ah, die Sache ist, in dem Zeug drinstehen ist halt auch nicht. Müssen wir eigentlich auch abwarten. Weil der heilt sich schon wieder wie Sau. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment. Glocken. Nein, Kometenhagel. Oh. Scheiße. Jetzt ist wieder... Stehen wir wieder im Blitz drin, ne? Oder ist das überhaupt Blitz? Oder mache ich mir umsonst Gedanken? Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben ihn schon mal relativ gut geschadet. Wir können uns auf jeden Fall wieder Tränke rein. Oh, ich habe viel zu wenig Tränke mitgenommen. Ich bin voll davon ausgegangen, dass wir einfach direkt Portal nach Hause neues Zeug mitnehmen. Das war dumm. Knochenwanz ist gleich... Ach, verdammt, das war ja alles auch noch Schaden mit Knochenwanz gerade.
Das habe ich ja gar nicht bedacht. Na, der Blitz haut schon rein. Jetzt kommt wieder Kometenhagel. Er hört ja aber auch nicht auf, ey. Das ist ja keine Sekunde zum Verschnaufen. Ich weiß nicht, wie wir das ohne Knochenmanns überleben sollen, Leute. Ehrlich nicht. Boah, ich muss mich mal ein bisschen beruhigen. Knochenmanns ist gleich vorbei. Ich weiß halt nicht, ob wir doch nochmal die Klinge probieren. Es nimmt sich nicht viel, oder? Oh, scheiße. Ich habe nicht aufs Leben geguckt. Wenn jetzt noch ein Komet kommt, war es das, ne? So, wenn einer trifft, meine ich. Tränke sind alle schon wieder verbraucht. Nein, das war's. Nee, Schwein gehabt. Die Ausdauer kackt halt ab wie Sau. Junge, 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 der hat's aber in sich. Jetzt kommt wieder Kometenregen. Also der Kometenregen geht eigentlich. Du musst nur ein bisschen in Bewegung bleiben. Aber irgendwann kommen jetzt gleich wieder Ads. Wir brauchen die Steine. Gerste ist noch aktiv. Wir haben so gute Lebensmittel. Also so auf die Kombi, die wir gegangen sind, lieber Lebensmittel statt Ausdauer, war definitiv richtig. Ich weiß halt nicht, ob wir doch zwischendurch immer mal was reinhauen. Vielleicht heilt er sich erst, wenn er eine gewisse Zeit keinen Schaden bekommen hat. Oder vielleicht können wir zumindest der Heilung entgegenwirken, indem wir ab und zu mal einen Pfeil draufhämmern. Ich hätte mehr Tränke mitnehmen sollen. Ich weiß halt immer nicht, wann sollst du denn am besten angreifen, ne? Jetzt kommt Feuerstrahl. Ja. Ich glaube, in dem Moment ist es schlau. Einmal drumrum. Wir waren schon wieder ein bisschen zu spät eigentlich. Ja. Kann er sich denn selber mit den Kometen schaden? Nee, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Jetzt kommt wieder diese Blitzscheiße. Ach, der heilt er sich hier nur in dem Blitz? Weil jetzt hat er gerade ordentlich Heilung bekommen. Aua, würde ich behaupten. Wir könnten schon wieder einen Trank nehmen. Ich würde vielleicht mal noch kurz abwarten. Aber wenn jetzt nochmal Terplops kommen, haben wir ein Problem. Schnell hin, einmal hauen, abhauen. Hat funktioniert. Gut, Hälfte hat er noch. Aber ich sehe trotzdem ein bisschen schwarz, ehrlich gesagt. Ich weiß ja, kriegen wir jetzt hier Schaden drin? Ja, der Brenner hat es verursacht. Kacke. Ich probiere es auch noch aus. In die Fresse. Ich weiß halt auch nicht, ob er irgendwo einen Schwachpunkt hat. Kometen sind easy. Einfach hier am Stein bleiben. Wir müssen uns halt mal zeitnah einen neuen suchen, wenn der hier aufgibt. Aber das ist erstmal nicht das Ding. Ich höre Fullinger. Kommt gleich eine ganze Armee. Die müssen wir uns kümmern. Stufe 2 Fullinger, willst du mich verarschen? Wir haben keinen Knochenmanns am Start. Und der Typ hämmert hier mit Kometen um sich. Erste easy. Ah, sogar ein Speer, Stufe 2. So rum. Ich habe keine Ausdauer. Wir kriegen vollen Hit, wenn der schießt. Oh, 69. Obwohl ich geblockt habe. Oh Gott, es hätte unser Tod sein können. Scheiße, Alter. Der macht uns richtig Probleme. Das kannst du aber wissen jetzt. Alter, Kometen. Fuck. Wir müssen aufpassen. Der schießt gleich einen Speer. Wir müssen echt jedes Mal... Oh, oh, nein. Oh, oh, Bruder. Wir brauchen einen Trank. Unbedingt einen Trank. Scheiße, ich habe viel zu wenig Tränke mitgenommen. Wir müssen warten, bis er geschossen hat. Genau. Hingehen. Starken. Nein. Starken. Nein, ich treffe den nicht. Okay, wir machen es mit Schwachen. Aua. Scheiße. 72 Schaden. Komm. Die Ausdauer hat gefehlt. Oh, der ist so nah, der trifft seinen Nächsten. Renn weg. Schieß.
springen. Jawohl. Zum Glück lässt uns Jakob gerade ein bisschen in Ruhe. So, jetzt nochmal warten. Alter! Fuck! Was ist hier los? Was ist hier los? Der ist aber auch nicht langsam. Der sieht irgendwie so arschlahm aus, der Typ. Aber abessen. Nein! Was ist denn los? Nein! Er darf uns nicht treffen. Wir brauchen mehr Ausdauer, aber ich habe gerade ein bisschen Schiss, hier irgendwo in eine Gruppe reinzurennen. Aber der haut auch jedes Mal ab. Jetzt kommen Kometen. Wir müssen rennen. Und den Stufe 2 Typen im Auge haben. Okay, wir sind erstmal wieder hier. Das heißt, keine Dörfer oder irgendwas in der Nähe, was uns gerade nerven könnte. Ein so ein Stufe 2 Typ, ne? Kann das ganze Spiel versauen. Jetzt. Ja, ja. Und dich noch. Schade. Aber du machst mir nicht so Sorgen. Nein, jetzt kommt schon wieder die Nächsten. Aua. Fuck, 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 fuck. Boah. Reicht ja nicht, dass hier schon warm genug ist. Ich schwitze mir den Arsch ab. Weil das jetzt auch noch so stressig ist. So, zack. Der Skelett kann mir egal... Scheiße, hier unten sind noch Teer-Leute. Ich hoffe, ich habe keinen angelockt. Aber die haben ja so eine riesen Range. Was macht er jetzt? Kometen? Also er hat nur drei, vier Angriffe. Au! Ich stehe doch hier dahinter. Kacke. Wir brauchen Gerste. Also hier Gerstenwein. Geil. Tränke gleich leer. Der Typ ist schon wieder mehr als die Hälfte voll. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich will halt auch ungern hier sterben. Kann man, glaube ich, verstehen. Ich weiß nicht, ob das Schild überhaupt irgendwas bringt bei ihm. Nein, kein Feuerstrahl. Aua. Ah, der... Ah, Stufe... Ah! Hilfe! Nein! Boah, die ätzen richtig mies. Die ätzen richtig mies. Vor allem, weil sie auch jedes Mal noch hier als Stufe 1 und was weiß ich alles kommen. Aua! Oh Gott, ich depp. Wenn jetzt noch ein Komet kommt... Oh, ich schwitze mich kaputt. Können wir einen Trank... Wir können keinen Trank nehmen. Das könnte es gewesen sein. Ich weiß nicht, ob wir zum Portal zurückmachen wollen. Das wäre so ärgerlich. Wir müssten wieder so viele Sachen vorbereiten. Die Sache ist, wir werden einmal getroffen und das war's jetzt, ne? Und so wirklich mit dem einen Trank, den wir noch haben, haben wir eigentlich keine Chance. Jetzt kommen Kometen. Scheiße, ist der schwer. Aber wirklich scheiße. Ich wäre fast für Abbruch, weil ich will echt nicht sterben. Wenn wir überlegt mal, was hier alles rumrennt. Es kann sein, dass wir sogar trotz Abbruch gleich sterben. Weil wir einfach gar nichts mehr haben. Keine Ausdauer. Na, Leben geht so. Weiß halt, hier. Ah, scheiße. Ich glaube, wir haben hier noch Fremde angelockt, oder? Boah, ich schwitze mich kaputt, Leute. Ihr seht, guckt mal, wie klitschnah. Nein, es leckt. Ich laufe in die Loxys rein. Alter Schwede. Wie krass kann denn bitte ein Endboss sein? Na klar. Wo steht denn das scheiß Portal bitte? Hier, jetzt geradeaus. Wir müssen abbrechen, Leute. Es tut mir echt leid. Aber wir haben keine Chance. Nicht mit den wenigen Tränken. Wir müssen viel mehr Tränke mitnehmen. Wir brauchen Knochenwanz nochmal am Start. Jetzt kenne ich zumindest so ein bisschen die Taktik. Ob wir es dann schaffen, weiß ich immer noch nicht, aber... Jetzt gerade aktuell, guck mal, wie viel hier rumrennt. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht zumindest die noch umbringen. Dass wir hier nicht gleich direkt in die Riesenmeute starten. Es war jetzt auch nicht perfekt von mir gekämpft. Also das möchte ich auch definitiv nochmal betonen. Vielleicht brauchen wir doch ein bisschen mehr Ausdauer. Allerdings hätten wir 20 Leben weniger gehabt, wären wir auch schon tot gewesen, ne? Erstmal totes Kito weg. Dann er hier. Alter, mir läuft die Suppe. Junge, Junge, Junge.
Wir sind erstmal raus aus dem Fight. Ich hoffe, er bleibt auch schön lange da. Bei Knochenmanns war es ja so, sind wir ein paar Mal abgehauen. Also nochmal Totems haben wir nicht gebraucht. Ach, jetzt komm doch mal her, du Schwein. Boah, mal kurz durchatmen. Wir müssen nach Hause. Ich bin eigentlich gerade echt niedergeschlagen, weil wir haben alles so geil vorbereitet. Wir sind mit so guten Sachen hin. Gut, dass es so wenig Tränke waren, war dumm, aber selbst mit mehr Tränken jetzt hätte ich auch nicht gewusst, wie wir es machen sollen. Aber was bringt's dann was? Also er ist ja gegen Frost irgendwie allergisch. Vielleicht nehmen wir doch ein paar Frostpfeile mit. Dass wir das auf ihn reinhauen. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht noch irgendwie was Geiles gibt. Ob man bei dem Kometendings vielleicht irgendwie nur in seiner Nähe stehen muss. Oder wenn er Feuerstrahl macht, dass man direkt immer hinter ihm läuft. Dass man ihn halt die ganze Zeit so umrennt. Und mit Frostner drauf einschlägt. Oder einmal mit Frostner drauf und dann mit dem Messer hinterher, weil es doch ein bisschen schneller ist. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Stein gesammelt. Eine ganze Menge. Ich will jetzt auch nicht noch lange drum rumquatschen. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Boah, es tut mir leid. Die Sache ist, jetzt alles herstellen schaffen wir nicht. Und ich kann nicht anderthalb Stunden aufnehmen. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch. Das heißt, morgen kommt der Stream. Ich würde sagen, wir treffen morgen im Stream nochmal Vorbereitung. Wir machen richtig, richtig viele Tränke. Gucken nochmal, dass wir uns Frostpfeile herstellen. Und machen da soweit alles fertig. Und dann würde ich euch auch nicht so lange warten lassen wollen. Also morgen Mittwoch, dann würde ich sagen, Donnerstag kommt der Zusammenschnitt aus dem Stream. Naja, und dann machen wir Freitag direkt die Folge. Also dass jetzt wirklich dann hintereinander weg die Folgen kommen, dass ich euch nicht so lange warten lassen muss. Aber das hätten wir jetzt so nie geschafft. Also ohne Tränke schon mal gar nicht. Schaut mal, wir haben auch bloß noch einen Gerstenwein. Da müssen wir mehr herstellen, beziehungsweise einfach mehr mitnehmen. Wir haben ja noch eine ganze Menge. Und dann müssen wir auch die Zeit mit Knochenwanze, wenn wir die aktivieren, gleich nutzen. Jetzt kennen wir ja so ein bisschen seine Taktik, aber dass wir die gleich nutzen und hintereinander reinpfeffern. Ah, das war ja meine absolute Nullnummer und ich muss den Raum noch irgendwie runterkühlen vor der nächsten Aufnahme. Ihr seht's, es ist einfach, boah, es ist widerlich. Es tut mir leid, es war ein bisschen enttäuschend. Ich habe es mir geiler vorgestellt oder zumindest erfolgreicher. Aber dafür gehen wir wissensgestärkt in den nächsten Kampf mit ihm rein. Und ich hoffe, da klappt es ein bisschen besser. Lasst trotzdem gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen im Stream und übermorgen zur zusammengeschnittenen Folge. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.